ukrainische Truppen weiterhin versuchen vorzurücken. Langsam und unter großen Opfern. Weiter im Westen, in der Hafenstadt Odessa, ist die Front weit weg. Dennoch, Schäden der jüngsten russischen Angriffe sind allgegenwärtig. Aber, und auch das gehört zu diesem Krieg, wenn möglich suchen die Einwohner Ablenkung. Bilder von diesem Wochenende. Die Stadtverwaltung von Odessa hat die Strände wieder geöffnet. Tja, dennoch bestimmt der Krieg natürlich den Alltag. Und in dem musst du anpacken und helfen. Und genau das macht auch Feuerwehrmann Nils aus Nürnberg. Noch ein Feuerwehrmann, aber in der Ukraine. An der Front, da versuchen sie, den russischen Angriff zurückzuschlagen. Dahinter terrorisieren russische Bomben immer wieder die Zivilbevölkerung, zerstören, töten Menschenleben. Birgit Fierlich hat müde nach all diesen Monaten erschöpfte Helferinnen und Helfer getroffen. Doch obwohl sie körperlich und psychisch so viel zu ertragen haben, sie geben nicht auf. Endlich angekommen. Hilfsgüter aus Deutschland. Oleg und seine kleine Truppe von freiwilligen Helfern haben schon darauf gewartet. Das sind Sachen von unseren Freunden aus Deutschland. Sie wurden für die Feuerwehr in Kupjansk gesammelt, in der Region rund um Charkiw im Osten der Ukraine. Eine Region, die im Augenblick unter Beschuss steht. Sie müssen sich beeilen, auch wenn sie eigentlich müde sind von ihren Jobs. Täglich bekommen sie Hilferufe aus den zerstörten Städten im Osten der Ukraine. Oleg ist Immobilienmakler und nach 18 Monaten Krieg völlig erschöpft. Dennoch reißt er sich immer wieder zusammen. Wir haben nicht das Recht, schlapp zu machen, meint er. Menschen sterben, weil sie uns verteidigen. Es ist schwer. Es gibt so viele Opfer und so viele Tote. Auch heute wieder. Wir haben so viele schlimme Momente erlebt. Hat es euch verändert? Natürlich hat es uns verändert. Diese Situation ist nicht normal. Iva verdient ihr Geld als Marketingmanagerin. Ein anstrengender Job. Der Krieg bestimmt längst unser Leben, meint sie. Auch hier in Kiew, weit weg von der Front. Ukrainische Frauen sind stark. Ganz schön anstrengend hier. So ist das Leben im Augenblick in der Ukraine. Und wir sind alle erschöpft, versuchen uns aber gegenseitig zu motivieren. Jeden Tag, immer wieder aufs Neue. Bist du manchmal richtig müde? Ja, bin ich. Aber es ist okay, weil wir wissen, warum wir das machen. Ich habe einen 16-Stunden-Tag mit meiner regulären Arbeit und mit dieser Aufgabe als Helferin. Anstrengende Monate liegen hinter ihr. Ohne die freiwilligen Unterstützer im ganzen Land wäre der Zivilschutz längst zusammengebrochen. Es ist viel schwieriger geworden, Spenden zu bekommen. Das verstehe ich auch. Die Menschen in Europa ermüden. Aber wir Helfer in der Ukraine müssen weitermachen, denn der Krieg hört nicht auf. Der deutsche Feuerwehrmann Nils Thal hat sich bei der Berufsfeuerwehr in Nürnberg beurlauben lassen, um hier zu unterstützen, beim Löschen von Feuern. Und zwischendurch greift er den erschöpften Freiwilligen unter die Arme. Vor einem Jahr war es noch eine NGO, die so einen Bus vollbekommen hat. Inzwischen ist es eine Zusammenarbeit von sehr vielen NGOs, in dem Fall glaube ich sogar 9, die hier zusammengearbeitet haben, dass einfach dieser Bus hier heute so dasteht. Und das hat jetzt auch einen Monat gedauert. Es ist mittlerweile der Fall wohl, dass NGOs richtig anfragen müssen bei Betrieben, bei Feuerwehren, ob da noch irgendwo etwas ist, was man ausmustert. Möglichst schnell wollen sie das Gerät jetzt nach Charkiw bringen. Die Stadt, 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, steht immer wieder unter Beschuss. Die Feuerwehrleute dort warten schon. 33 Feuerwehrautos haben sie mittlerweile aus Deutschland bekommen. Die Löschfahrzeuge verschleißen schnell, weil sie ständig im Einsatz sind. Es schlagen auch beinahe jeden Tag Drohnen und Raketen ein. Und es gibt wieder mehr Feuer. Ganz schlimm ist es an den Frontlinien oder nahe der Frontlinie, wo jeden Tag Artilleriebeschuss herrscht, wo Streumunition runterkommt, wo im Prinzip jeden Tag Großfeuer ausbrechen. Feuer, die man bei uns oft nur einmal pro Jahr hat. Das hat man dort praktisch jeden Nachmittag. Dann plötzlich ein Einsatz. Los! Mitten in der Innenstadt von Charkiw brennt es nach einem Angriff der Russen. Mehrmals täglich gibt es Luftalarm. Immer wieder wird die Stadt bombardiert.
Die Feuerwehrleute stehen unter ständiger Anspannung, denn sie wissen nie, was sie erwartet. Die Feuerwehrleute werden auch ganz gezielt von den Besatzern angegriffen, so in Kupjansk. Aber unsere Leute rücken trotzdem immer wieder aus, um Brände zu löschen. Dabei gehen sie auch in die Trümmer, um Menschen zu retten. Und auch Nils ist immer wieder dabei an der Seite ukrainischer Feuerwehrleute. Das hat er mit seinem Handy gedreht. Die Kleinstadt Kupjansk, seit Monaten schwer umkämpft. Dabei geraten sie unter Beschuss, zwei Kollegen werden verletzt. Dennoch, aufgeben kommt für den Feuerwehrmann aus Nürnberg nicht in Frage. Also ich sehe diesen Krieg als einen Krieg, der sich von Ost nach West schiebt, der von russischer Innenpolitik angetrieben wird, der sich gegen all jenes richtet, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg erreicht haben. Also die internationale Ordnung, die Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und Demokratie. Und da denke ich, da kann man nicht einfach zugucken, da muss man sich dagegen stellen. Und man muss auch, wie ich denke, verstehen, dass dieser Krieg nicht nur die Ukraine betrifft. Der findet halt gerade hier statt. Aber das geht weiter. Und deswegen denke ich, dass es wichtig ist, dass man auch mithilft. Im fernen Kiew haben die Helfer auch an diesem Wochenende wieder bis in die tiefe Nacht Kisten geschleppt und ihren alten, klapprigen Bus einmal mehr mit allem, was sie sammeln konnten, in Richtung Front geschickt.